herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türchen, ihr Lieben. Wir spielen The Sinking City. Yeah. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, ich glaube, das ist an H.P. Lovecraft so ein bisschen orientiert. Ein Detektivspiel in einer Stadt, die so Besonderheiten hat und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das, worum es geht oder das, was ich denke, worum es geht. Ich drücke einfach mal auf neues Spiel. Eisiger Empfang, sehr geehrter Mr. Reed. Ich habe Nachforschungen in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten sie hinsichtlich ihrer Visionen recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie sie. Von einer Stadt, die in den Fluten versinkt und einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auch auf die Ursache gestoßen, wie die Personen, die Ihnen diesbezüglich helfen können. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes van der Berg. Okay, ruf den Gedanken... Was? Beim Aufeinandertreffen mit menschenfressenden Aalen spielt es keine Rolle, ob du ein guter Schwimmer bist oder nicht. Vermeide es daher, allzu lange im Wasser zu bleiben. Mhm. Aus unbekannten Gründen ist die Stadt Oakmont auf den meisten Karten nicht verzeichnet. Als die Flut kam, war die Stadt daher größtenteils auf sich gestellt. Okay, Telefonzellen sind zur Schnellreisefunktion. Aha. Muss ich irgendwas drücken? Oh, okay. Da war wieder das geheime, beliebige Tastendrücken-Event. Die sind aber alle hübsch. Sind wir schon versunken oder was soll das? Okay. Was für ein nichtssagendes Intro. Oh, und guck mal, und schon hat er sich angezogen. Ich habe ein Erste-Hilfe-Set und einen Ziegelstein. Was? Was ist denn das für eine Kombi? Gehe ich jetzt schön zur Ziegelsteinklopperei und wenn das nichts bringt, dann brauche ich das Erste-Hilfe-Set oder was? Reisewerbung sollte man nicht trauen. Oh, das ist sogar deutsch synchronisiert. Klappkamera. Oh, wie benutze ich die? Oh. Wie benutze ich die? Option. Steuerung. So, Kamera benutzen. Wo? Interagieren, gedrückt halten, Gegenstand blinden. Okay. Inneres Auge, Gegenstände, Tab. Okay. Das kriege ich hin, Leute. Kamera. Ja. Oh. Fotografiere. Fotografie einer Trophäe, okay. Brief von Johannes van der Berg. Das haben wir gerade schon gelesen. Ich glaube schon, ja. Und eine Knarre! Na Mensch! Können wir die auch ein bisschen begrabbeln und dann... Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Ja, sei froh, dass du nicht in den 1940er Jahren bist. Da darfst du noch nicht mal... Oh Gott. Oh Gott, Federn, Patronenhülsen. Ach so, und dann kann ich hier... Und jetzt ziel ich. Laufe ich jetzt mit der Waffe im Anschlag rum? Reisewerbung sollte man nicht trauen.
Kann ich hier auch... Moment, kann ich das nachladen? So, und jetzt werden wir irgendjemanden erschießen. Den da zum Beispiel. Wenn Sie die Waffe nochmal auf mich richten, stecke ich sie Ihnen in den Hintern. Dann nehme ich lieber den Ziegelstein und schlage ihn tot. Hallo! Gehen Sie. Okay. Da sind Sie ja. Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Gelogen. Johannes van der Berg. Zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Alles klar, Wir yo! Kommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Was mein Problem betrifft, was hat es mit der Stadt auf sich? Schicke Kleidung! Was hat es mit dieser Stadt auf sich? Nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Was für eine Aber Stimme sie ist das? Ich habe es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Die Stimme von dem kenne ich irgendwoher. Flut. Erzählen Sie mir mehr über die Flut. Ja, erzähl uns sie alles. Sie setzte vor 6 Monaten ein. Mehrere Wochen lang tobten heftige Stürme. Und der Wasserspiegel stieg immer weiter an, ohne wieder zu sinken. Und nun ist die Stadt vom Festland abgeschnitten. Ich muss gestehen, dass mich das trotz all der damit verbundenen Unannehmlichkeiten kaum stört. Es ist der Atmosphäre hier sehr zuträglich. Okay, schicke Kleidung. Ihre Kleidung ist ziemlich extravagant. Danke, Mr. Reed. Eine Flut sollte keine Entschuldigung dafür sein, ungepflegt durch die Straßen zu laufen. Gelb scheint Ihre Lieblingsfarbe zu sein. Ich habe in der Tat eine Schwäche für Gelb. Jeder hat seine Macken, nicht wahr? Oh, schade, ich hätte es so lustig gefunden, wenn er jetzt gesagt hätte, das ist nicht Gelb, das ist Senf. Aber so viel Glück haben wir nicht. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakland nichts Ungewöhnliches. Ja. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr von dem... Throckmorton! ...gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Ist aber nicht der, den ich mit der Knarre bedroht habe, oder? Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er... sticht aus der Masse hervor. Heißt das, er hat ein Messer und sticht wirklich, oder? Können Sie mir etwas über Mr. Throckmorton erzählen? Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er entstammt einer einflussreichen Familie. Er ist ein Philanthrop, ein Gelehrter und der Mäzen der berühmten Universität von Oakland. Ein Mann mit großen Zielen und einem noch größeren Ego. Sie sollten ihn nicht warten lassen. Mhm. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Wer bezahlt das? Reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. So, wo befindet sich das Devil's Reef Hotel? Was genau machen Sie in Oakmont? Wir fragen ihn mal, was er hier macht. Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der So Stadt. Einer bist du. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Aha. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Das ist Geschwafel. Halte ich für Quatsch. Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Obwohl... Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes.
Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Der hat uns einen ganzen City-Guide aufgestellt. Ne, aber wegen dieses größte Kleid erlangt man in Zeiten des Leids. Na, nicht, wenn das Leid sich schon in, so in Verzweiflung umgewandelt hat, das meinte ich damit. Deswegen halte ich das für so eine blöde Phrase. Aber da ist auch jeder Mensch anders. So, welche Orte haben Sie eingezeichnet? Ja, lies doch halt. Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Hä? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Die Frage ist nur, weshalb sind wir denn überhaupt hier? Weil wir generell das Geheimnis der Stadt lüften sollen oder weil wir hier als Privatermittler irgendwelche Verbrechen aufklären sollen? Oder ich hab schon wieder vergessen, was der uns geschrieben hat. Ich denke, das ist vorerst alles. Ich glaube, da ging es aber mehr Danke, um die Stadt, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Aha. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Das klingt wie eine Drohung. So, Robert Trockenmuffen Finn. Drücke M zum Aktivieren. Dann machen wir doch hier mal die Karte an und machen mal... Ach du Scheiße. Oh Gott, wieso ist das so groß? Was ist das? Okay, wir sollen den Frogmorten finden. Ach Moment, siehste. Fallmappe. In einzelnen Fällen findest du... Nee, Moment. Hier, Fallmappe. Johannes van der Berg sagte, ich soll jemanden namens am Hafen von Oakmont. Okay. Ach so, er ist hierher gekommen wegen seiner Visionen. Okay. So, dieser Robert. Sag mir bitte nicht, dass er das ist. Robert, das bist du's? Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Ja. Was unten ist, gelangt empor. Die Saat ist gesät. Okay, also kann ich den mit dem Ziegelstein erschlagen? Oh mein Gott. Warte. Scheiße. Naja, ich habe alles versucht. Aber wie er gemacht hat. Okay, under the keel bar. Was steht hier? Ja doch, under the keel bar. Ist das da etwa der Robert? Der einen Schirmchenhalter mit sich hat? Oh, bist du ein süßes Tier? Mal ernsthaft, was ist das? Ist das so ein Gürteltier oder was soll das sein? Oder ist es einfach nur eine Ratte, die sich mit irgendwas ganz Hübschen gepaart hat? Das sah gerade ein bisschen aus wie so ein Gürteltierchen, oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht kann ich es erschießen. Nee, das machen wir nicht. Oh, das ist, als ob mein eigenes inneres Teufelchen plötzlich emporsteigt und böse Dinge vorschlägt. Oh, wer ist denn das, der mir hier so heimtückisch folgt? Wer bist du? Hä, was willst du? Willst du Stress? Hä? Willst du Stress? Elende Landratte. Und ich dachte immer, das Meer würde mich irgendwann holen. Und die reagieren? Die reagieren tatsächlich, wenn ich auf die ziele? Kann ich ihm in den Rücken schießen? Oh Gott, ich glaube, ich hätte den erschießen können. Oh mein Gott, der hat jetzt Angst vor uns. So. Dich habe ich fotografiert. Oder ist das ein Stinktier? Von diesem Kamm hinten auf dem Rücken? Na, ist doch egal. Oh. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Oh. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt er. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich habe ein ganz schönes Affengesicht, ne? Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber
Jemanden wie Sie habe ich noch nicht erstmal dissen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Und wir sind stolz darauf. Ja, alles klar. Jetzt nimm hier die Banane. Mein Vater vereinigte sich mit den Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen ja, ihr seht aus wie Affen. Also... Man sagte mir, ich könne mit ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie Nein. haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouthern verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Aha. Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Ja, und hättest du die Untertitel gelesen, Affenmensch, dann hättest du das gewusst. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Aha. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Sie scheinen auf Innsmouth nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Okay. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Und ich habe einen großen Penis, was? Neuankömmling. Vera. Was, hat er mich gerade Vera genannt? Am Mittag ist das für eine Frechheit. Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend. Sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut. Womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Okay, verstehe. Vera. Danke. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane. Haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Ja. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Okay. Wo befindet sich das Haus der Fischer? Wo ist das Rettungsboot? Wo ist Sie das Rettungsboot? Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Mhm. Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Kauhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen hier davor.
Das weiß er doch nicht, hallo. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton. Ach Mensch. Aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Ist ja auch schön, dass wir hier gleich so ein bisschen bedroht werden. So, wer seid ihr hier? Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Soll ich dich erschießen? So, ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Okay. Und wieso hat der hier eine Knarre? So, welches ist denn jetzt hier das Haus? Das hier, oder was? Das sieht aus wie Blut! So, Moment. Müssen wir jetzt mit dem Typen hier nochmal sprechen? Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist... Moment. Das hier ist das Haus. Okay, wir müssen dorthin. Irgendwie irritiert mich diese Karte. Ach nee, das hier. Ah. Okay, na dann. Hussa! Oh. Ich kann mit meiner Wampe Dinge aufstoßen. Das finde ich gut. Okay. Und jetzt untersuche ich hier ganz dringend irgendwelche Dinge. Okay. Ja, sieht doch alles noch völlig normal aus. Oh, hi. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen, geschweige denn umzuwerfen. Ach stimmt, der soll eigentlich hochkant stehen, oder? Und dann ist jemand hier rausgesprungen. Aber was ist... Moment. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Oh. Was Hallo? Ist das hier? Hey. Können Sie mich hören? Oh, oh, mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Sagen Sie mir, was passiert ist. Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief... Oh. Kommt mir bekannt vor. Ja, ne? So, erstmal fragen jetzt, wer sind Sie? Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Hi, Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl, Barry und der Innsmouther Louis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Ah, hättest dich mal für sterben entschieden. Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Ich glaube, er guckt in die falsche Richtung, kann Barry das sein? Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Ah, okay. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Vielleicht sind die einfach auch nur durchgebrannt. Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Cowell hab ihn selig. Wer ist denn dieser Cowell? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Cowell ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Lassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein?
Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Cowell. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Und töte noch mehr Leute. Neuer Hinweis für Gedankenspiele? Warte mal. Gedankenspiele, was ist das? Albert kehrte von Sinnen zurück. Albert Throckmorton benahm sich sonderbar, als er von der Meeresexpedition zurückkam. Er war aggressiv und redete wirr. Warte mal, Konflikt. Albert. Nee, Moment. Albert Throckmorton steckte jenen in seiner Nähe mit seinem Wahnsinn an. Ach, das können wir quasi... Nee. Okay, also wir können hier nur verschiedene Sachen zusammensetzen. Interessant. Ah, ich glaube, das ist wieder ein sehr, sehr umfassendes Spiel. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Oh, was ist das? Hä? 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 Was war das gerade? So wird das nichts mit einem Full House. Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Inneres Auge. Q drücken zum Aktivieren. Ich habe ein inneres Auge? Was ist denn hier los? Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen auf den Steam-Vorschaubildern, dass man hier quasi... Oh Gott. Na? Kann ich das irgendwie untersuchen? Was soll ich jetzt hier finden? Hm. So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Nimm's mit. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. Ach Quatsch, Saufi geht immer. So, wer seid ihr? So sehen also Innsmouther aus. Okay. Ein Tee, warte mal, Fallmappe, bla bla bla. Gedankenspiele. Retrokognition, oh Gott. Oh, ist das da? Okay, ist das normal, dass es alles so verzerrt ist? Tut. Okay. Der Spiegel funktioniert da auch nicht richtig. So, liebes Spiel, kannst du mich ein bisschen an die Hand nehmen? Was muss ich denn hier tun? Okay, wir schauen mal hier draußen. Was haben die gesagt, wenn man vom Haus links geht und dann irgendwie an der Mauer entlang bis zum Wasser? Oder was war das nochmal? Und dann kommt irgendwann sicherlich ein Boot. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Oh, ich kann über Zäune klettern, die einfach mal viel höher sind als ich. Das finde ich gut. Was seid ihr? Was seid ihr denn? Komm her! Was zum Teufel bist du? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ha. Oder meinten die irgendwo hier lang?
zu diesem besagten Rettungsboot, um das es da ging. Da habt ja noch einer und betet rum. Dabei gießt es in Strömen. Aber ich glaube, ich muss erstmal einfach weiter im Haus nochmal nachsehen. Wieso sind denn diese Symbole da plötzlich dann hell? Patronenhülsen und Schießpulver. Okay. Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Na, wie schön. Wo ist denn der Doggo? Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Also ich verstehe irgendwie diese Sicht nicht. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Foto! So. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Ja, bisher finde ich gar nichts, ehrlich gesagt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe diese komische Special-Ansicht. Und vor allem, ich dachte, ich sehe dann jetzt hier so Schatten oder sowas. Aber bisher sehe ich ehrlich gesagt gar nichts. Nichts sehe ich, gar nichts. Außer hier halt, dass ich hier was verschieben kann, aber das habe ich ja schon feststellen dürfen. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen! Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. So, wo ist der denn hin? Da hoch? Kann man denn hier hoch? Nö. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich komme ich hier wieder raus, aber Tatsache, es geht, weil er so sportlich und wendig ist. Ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Warte mal, wir gucken nochmal in das Gesammelte. Und in die Fallmappe. So, Robert sucht seinen Sohn Albernhafen schon, nachdem er in Meris zur Expedition war. Von Fischer fast bewusstlos, hat ihn anschließend Haus. Laut Aussagen des Fischers war etwas nicht bei Verstand. Wenn sein Sohn nicht gefunden wird, darf niemand den Hafen verlassen. Außerdem kann ich bis dahin nicht mit seiner Hilfe rechnen. Das passt alles nicht zusammen. Nee, die kann man nicht verbinden miteinander. Warte mal. So. Das heißt, ich muss hier noch irgendeinen Hinweis finden. Können wir den Vater vielleicht nochmal fragen? Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, oder? Kannst du nochmal wiederholen, wo ich das Boot finde, bitte? Danke. Ich muss hier einfach hier lang gehen. Ich habe mir das nicht gemerkt, was der gesagt hat, ne? Oder ist das da das Fischerboot? Und jetzt ein Schubs. Kommen Sie nur, Neuankömmling. Lobpreisen Sie mit uns die See.
Kommen Sie okay. nur, Neuankömmling. Lobpreisen Sie mit uns die See. Ich lobpreise hier gar nichts. Das geht dich einen Scheißdreck an. Okay. Kann ich hier auch sprinten? Ja, Tatsache. So ein bisschen schneller laufen geht. Wir haben doch keine Zeit. Ich muss doch jetzt übrigens cool den Fall lösen. Hallo? Das ist ein Adventskalender-Türchen. Wir können hier nicht so rummurksen. Shit. Ja, Leute, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, ne? Vor allem, was will denn das Spiel hier die ganze Zeit, was ich hier hinten angucke? Was ist denn hier? Ach, ich glaube, da steht einfach nur der andere Affe. Also der andere normale Typ hier, der Fun, der... Wie hieß der noch? Ne? Wisst ihr Bescheid? Aber vielleicht kann ich den auch einfach nochmal fragen und sagen, hey, hier, yo. Aber der ist ja hier gar nicht mehr, stimmt ja. Gehen Sie. Ich gehe gar nicht. Ich gehe dahin, wo ich will, Junge. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Ach so, das hier ist quasi mein Startpunkt, oder was? Also, ich meine, das Symbol auf dem Radar ist dann... Okay. Ich glaube, ich muss doch mal gucken. Zeichen folgen. Hier. Mithilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg weisen. Folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Ja, sowas hier stand aber nicht bei uns. Hier stand kein Zeichen. Wo soll denn hier Zeichen sein? Wollt ihr mich verarschen? Wo steht denn hier so eine Trulla, die mir im Finger zeigt, wo ich hin muss? Ich sehe nur diese Dinger halt... hell erleuchtet. Hier auch nochmal. Dabei wird das Bild immer schwummeriger und komischer und verzerrter. Also es sind... Moment, da sind es zwei Striche. Hier sind es drei. Und einen quer noch mit durch, ne? So, sind hier die Zeichen zur Anderswelt? Die Anderswelt? Haben wir hier oben? Stimmt, hier oben haben wir doch auch sowas, ne? Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen, geschweige denn umzuwerfen. Ja. Was ist denn das für ein grünes Zeug hier? Hier auch nochmal. Oh, das hatte ich ja schon gesehen. Wo sind hier die Zeichen? Ich hatte ja vorhin hier auch so ein Symbol, ne? So ein komisches, wie so ein Spinnentier oder sowas. Was hier irgendwie rumgekrochen ist. So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Hm. Allerfeinste Handwerkskunst. Das hatten wir doch aber. Ist an dem Messer noch irgendwas anderes? So das Blut deiner Feinde mäßig? Wo? Aber hier an der Tasche. Oh. Hä? Gronna, Nechri, Gronna, Gebheil. Was? Nugrujim Nahavjim. Retrokognition, drücke T. Oh Gott, Retrokognition bedeutet so viel wie zurücksehen und ermöglicht es dir, Ereignisse zu sehen und zu verstehen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Wenn du genügend Hinweise an einem Schauplatz gefunden hast, ereilt dich eine Vision, in die du eintauchen kannst, um alle wichtigen Szenen des Ereignisses zu finden. Okay, bestimme die chronologische Reihenfolge der Szenen, um neue Hinweise zu erhalten. Okay. Geil. Nimm das, Affengesicht. Okay. Der erschießt irgendwen. Da wird ein Fass hochgehoben. Und wer erschlagen, oder wie? Hier drüben ist was. Ah, ah, ah.
geschieht mit mir? So, dann ist wer rausgerannt. Dann kam die nimm das Affengesicht-Nummer. Ja! Lauf nur weg! Okay, dann wollen wir mal sehen. Okay. Ja! Lauf nur weg! Nee. Nee. Das hier ist. Was geschieht? Nimm das, Affengesicht! Nee, eins. Was geschieht mit mir? Weil hier wurde geschossen und dann da. Aber da hat schon jemand geblutet, also. Nimm das, Affengesicht! Ja! Lauf nur weg! Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst. Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Mhm. Oh Gott. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Okay, und jetzt muss ich hier... Was ist denn jetzt Gedankenspiel? Achso, hier. Oh, ja. Albert ergriff verwundet die Flucht, aber kehrte von Sinnen zurück. Benahm sich sonderbar. Albert griff die Fische an. So. Ja. Gedankenspiele. Nee. Ich kann Albert aufspüren. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert Throckmorton davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt. Mit meinen übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspüren können. Ah, okay. So. So, der eine hat geschnell. Okay, Ressentiments gegen Throckmortons. Louis und die anderen Innsmouther in Oakmund leiden unter den Throckmortons, weswegen Louis die Familie womöglich hasst. Ich kann Albert aufspüren. Zeichen folgen. Ach, jetzt kommen die Todeszeichen auf Doom hier, oder was? Na dann zeig mal. Ach. Ja, wo lang? Hier lang? Okay, oh Gott, zum Glück ist das gar nicht irgendwie creepy, eklig. Patronenhülsen. Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Ja, auch schön. Okay. Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Er ist halt ein Affe. Okay. Ist jetzt gerade ein bisschen eine Mischung aus Murder, Soul Suspect und Sherlock Holmes. Und überhaupt. So, wo? Ach, hier lang. Oder? Ist das richtig? Ach nee, hier rein. Ja. Da steckt etwas in der Tasche. Ist das so eine rausgerissene Brusttasche? Nachricht mit Blutflecken. Louis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe meine Schulden nicht vergessen, aber so wie bei allen anderen auch, läuft es im Moment einfach nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen. Peter. Mhm. Okay. Oh, das Mann. Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Ja, dann machen wir doch hier mal das Affentheater aus. Und verfolgen mal... Schlösser. Oh Gott, ich kann... Achso, Schlösser und dünne Bretter können zerschossen oder zerschlagen werden. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss hier irgendwie... Die Tür gibt nicht nach. So. Bumm. Oh, wir können hier noch gucken. Na... Yes.
Oh, ich höre irgendwas. Okay, was war das? Was ist hier überhaupt gerade gewesen? Oh Mann. Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Okay, und jetzt muss ich wie bei Sherlock Holmes mit quasi den Gedanken spielen, hier den Fall beenden. Der Barbesitzer hat bei Louis Schulden. Louis verließ den Tatort. Albert wurde ermordet. Louis verfolgte Albert. Ach nee. Nee. Louis wollte Albert womöglich töten. Louis wollte Albert womöglich nicht verjagen, sondern gezielt töten, weil er ein Throckmorton ist. Okay, jetzt müssen wir nur den letzten Rest zusammen basteln. Louis könnte sich in der Bar verstecken. Louis, der Innsmouther, hat, der Albert Throckmorton auf dem Gewissen hat, versteckt sich womöglich, meine Güte, versteckt sich möglicherweise in der Bar am Hafen. Oh Mann. Was ist das denn? Fängt schön an, den Fleischerhaken aufgespannt, der Arme. Okay. Ja, wir lassen dich mal hier. Dein Vater kommt nach dir gucken. Bestimmt. Wo ist denn hier die Bar eigentlich? Oh, Moment. Ah, Schießpulver, okay. Und hier oben? Gibt es hier irgendwas für mich? Ich glaube nicht. Wo ist denn hier die Bar? Wo ist denn hier die Bar? Da, oder wie? Laufe ich überhaupt richtig? Bar, under the keel. Okay. Das ist doch hier die Bar am Hafen. Das muss jetzt ja dann sein. So, warte mal. Windhaven Bay. Hier, under the keel. Bar. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Okay. Jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Machen Sie das nicht nochmal! Entschuldigung. Kommen Sie. Oh Gott. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Oh Gott, nein. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Tod und Verderben. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter Ja. Ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Was für ein Unsinn. Ich will mehr erfahren. Wirklich? Ich will mehr erfahren. Zum Beispiel? Nicht so schnell, Neuankömmling. Ich sehe viele Dinge. Und einige davon beschreibe ich Ihnen, wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Schwindelbude! Wie viel wollen Sie? Schwindelbude! Ihr Geld ist dir nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Also ist die Lady mehr eine Trinkerin? Nun gut, eine... Nö. Vielleicht ein andermal. Nö. Wie sie meinen. Nö. Ich traue dieser Person nicht. So, gelangweilter Willkommen Barkeeper. Under the Keer. Was darf sein? Ich suche Louis Flynn. Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Ich kann Ihnen helfen, ihn loszuwerden. Sie gewähren einem Verbrecher Unterstützung. Robert Throckmorton beauftragte mich damit, das Verschwinden seines Sohnes aufzuklären.
In der Nähe seiner Leiche fand ich eine Nachricht an Louis bezüglich ihrer Schulden. Sieht ganz so aus, als hätte Louis Robert Throckmortons Sprössling auf dem Gewissen. Wäre es Ihnen lieber, wenn Mr. Throckmorton hierher kommt und ihn auf den Zahn fühlt? Was? Sie haben schon richtig gehört. Im Übrigen ist es reine Auslegungssache. Möglicherweise gewähren Sie einem Verbrecher lediglich Unterschlupf. Aber was, wenn man sie für einen Komplizen hält? Sehr gut. Was? Nein, ich habe nichts verbrochen. Doch. Das können Sie ja dann Mr. Throckmorton erklären. Oh ja. Nein, nein. Grock. Louis ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Morgen komme ich wieder her. Ich habe beängstigende Kreaturen gesehen. Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. Meint er das in dem Dingens? So etwas ist mir noch nie untergekommen. Wo der hing? Was zum Teufel sind das für Dinger? Sie sind wohl auf Wildbeaster gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und sie können froh sein, dass sie noch leben. Die haben wir hier seit der Flut. Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Kauil uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe bereit. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen. Auf Wiedersehen. Und schon fällt er wieder in die typische Barkeeper-Haltung. Ach. So. Dann gehen wir mal Louis Hallo sagen. Wer bist du? Okay. Wer bist du? Der hat doch blutige Hände hier. Und ich dachte immer, das Meer würde mich irgendwann holen. Entschuldigung. Oh, schön, wenn man sich hier Respekt verschaffen kann, wenn man einfach ein bisschen wild mit der Pistole auf alle zielt. Ich mag das. Nun denn. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ach du Scheiße. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Grock, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen. Hören Sie! Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Und sie dann erschießen. Aber wenn sie nach ihrer Waffe greifen, liegen sie schneller tot auf dem Boden, als sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Aha. Was ist passiert? Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe, er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Gelogen. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Ja, genau. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war. Aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja... Und ich hatte recht. Der lügt. Warum sehen Sie so aus? Sie scheinen wohl überlegt gehandelt zu haben. Warum mögen Leute wie Sie die Throckmortons nicht? Warum sehen Sie so aus? Was? Warum sehen Sie Ihr Gesicht? Es ist, Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen. Ja. Weil ich anders aussehe als Sie. Ja. Und Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln. Schon passiert. Denken Sie, ich kenne das alles nicht. Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber eigentlich schon. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick.
Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Ja, du hast quasi halb nach innen verlegte Ohren. Und hast du auch Kiemen? Das konnte ich jetzt leider nicht erkennen. So. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Erzähl das dem Richter, du Schlampe. Okay, dann fragen wir ihn mal, wieso sie die Throckmortons nicht mögen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Schön weiter drohen. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau, dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Ja, und dann gibt's auch noch die Capulets und deren Tochter bandelt irgendwie mit so Bengel an, irgendwie bei den Montagus. Alles schlimm hier in der Stadt. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Nein. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger meine Geduld, Mr. Flynn. Ha, Gedankenspiele. Warte mal, Louis war sich seiner Taten bewusst. Louis wusste, was er tat, als er mit Albert Throckmorton aneinander geriet. Oder Louis handelte im Wahn. Louis stand unter dem Einfluss des Wahnsinns und hatte nicht die volle Kontrolle. Jetzt muss ich mich quasi entscheiden, wie das hier passiert ist. Ach, das ist schwierig. Es ist ja auch einer von denen noch gestorben und überhaupt... Also hier gibt es jetzt quasi diese mit, er wusste, was er tut. Und hier... Louis wurde vom Wahn gelenkt. Louis tötete Albert Throckmorton, als er unter dem Einfluss des Wahnsinns stand. Er war nicht Herr seiner selbst und kann deswegen nicht für Alberts Tod verantwortlich gemacht werden. Ich könnte ihn decken, damit Robert Throckmorton ihn nicht zur Verantwortung ziehen kann. Habe ich mich dafür jetzt entschieden, ja? Was ist das? Louis ermordete Albert willentlich. Ob Louis nun unter dem Einfluss irgendeines Wahnsinns stand oder nicht, er ermordete Albert Throckmorton und hatte obendrein ein Mordmotiv, da sich die Innsmouther und die Throckmortons nicht ausstehen können. Ich muss Robert Throckmorton die Wahrheit sagen, damit der Mörder bestraft wird. Oh, das ist aber auch interessant. Ich finde aber dieses Wahnsinnsding ein bisschen schwierig. Verließ sein Scher, aber das Bewusstsein wieder erlangte, löste er bei den Fischern einen Anfall von Wahnsinn aus und griff sie an. Das abgerissene Stück einer Jacke mit Blut daran. Ich fand es zusammen mit einer Nachricht voller Blut in dem Lager.
Luis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe alle meine Schulden nicht vergessen, aber so viele wie bei allen anderen läuft im Moment. Man schoss ihm in die Stirn und versteckte ihn aufgespießt auf Haken. Das ist alles nicht leicht, das jetzt zu deuten, ne? Wohl im Gestand am Tatort gewesen zu sein, allerdings weiß er nicht, wie er Albert Throckmorton ermordet hat. Er behauptete, wie die anderen Bewohner des Hauses der Fischer, nicht bei Sinnen gewesen zu sein und bat mich, Robert Throckmorton nicht zu sagen, wo er sich versteckt hält. Ich kann Robert Throckmorton die Wahrheit sagen oder ihn anlügen und damit Louis die Haut rennen. Nee, nö, 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 nö. So. Ha. Bitte, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, das schwöre ich. Ja, ja, du komisches Fischmaul. Von wegen. Ich hätte mal doch die Patronenkugeln nehmen sollen und ihn dann trotzdem verraten sollen. Man könnte mal gucken. Was möchten Sie trinken? Oh. Was möchten Sie trinken? Okay, ich kann anscheinend nichts trinken. Ha, schade. Nee, wir müssen hier lang. Ach, ich sag dem ruhig. Es ist ja sein Sohn. Hier ist ja jemand gestorben. Ich sag dem, dass der Sohn erschossen wurde. Na, und vor allem auch mit dem Kopfschuss und dann an Haken rangehängt. Und na, ich weiß nicht, ob ich das glaube. Mit dem Wahnsinn. Wir dürfen uns nicht davon leiten lassen, dass unser Protagonist das halt auch hat. Vielleicht war der ja wirklich im Wahn, der Sohn von ihm her. Aber das ist halt alles... So, ich bin auf seltsame Kreaturen gestoßen. Ich bin auf seltsame... Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbiester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, das habe ich auch getan. Davon konnte ich mich selbst überzeugen. Juhu. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit, für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Fang ist auch geil. Ich habe den Mörder gefunden. Losgeschickt hat er ihn mit, suchen Sie meinen Sohn, der ist irgendwie weg. Und er kommt wieder mit, so, ich habe den Mörder gefunden. Und jetzt kommt der Vater so, wie, der ist tot? Oh Gott! Ey, wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Das ist ja nicht zu fassen. Gefühlt habe ich noch gar nichts gemacht. Gefühlt habe ich hier das Intro gespielt. Ach, Leute. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Ah, okay, wenigstens verpackt er das. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ja doch. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich habe den Mörder Ihres Sohnes aufgespürt. Oh, wer war es? Der Mörder ist tot, Lügen, der Mörder versteckt sich in der Bar. Ach, wir sagen die Wahrheit. Wie ich vermutet hatte, ist der Innsmouther Lewis für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich. Er versteckt sich in der hiesigen Bar. Fragen Sie einfach den Barkeeper. Er hatte wohl eine Rechnung mit Ihrer Familie offen und Ihr Sohn Albert musste sie begleichen. Oh, dieser Mistkerl wird nicht ungeschoren davonkommen. Die ganze Stadt soll Zeuge davon werden, was geschieht, wenn man sich mit den Throckmortons anlegt. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Es kommt selten vor, dass sich ein Neuankömmling nützlich macht. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen. Wo sind meine $8,000 Honorar? Kaul, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ich versuche, meinen Visionen auf den Grund zu gehen. Ich untersuche Fälle von Wahnsinn. Visionen.
Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Sagt er ihm, nachdem er gerade behauptet hat, er hat den Mord seines Sohnes aufgespürt. Und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher. Oder ich wurde geführt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie. Oha. Die sich immer mehr auszubreiten scheint. Na toll, und da habe ich gerade den Typen ausgeliefert. Zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Warum eine geologische Expedition? Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Ist der hier daher sowas wie der, weiß nicht, der Pate oder der Bürgermeister? Keine Ahnung. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Ganz ehrlich, dann ist der Fischkopf aber auch unschuldig. Viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Sie sieht nur noch Teig. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Vision finden wollte. Denken Sie, die Flut hat eine widernatürliche Ursache oder wurden bereits Entdeckungen gemacht? Wir fragen sie mal so. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Und wurden bereits... Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Gemacht. Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Ach so, Zusammenhang zwischen dem Mord Denken und der Expedition. Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Hm. Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Oha. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Na Gott sei Dank. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? 800 Schuss? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen darauf. So. Der Spürhund erwacht. Errungenschaft. Löse in Oakmont deinen ersten Fall. Ja, ihr Lieben. Oh Gott. Neuer Fall. Verschollen im Meer. Erstmal nachladen. Und jetzt bedrohen wir den Affen gleich richtig. Oder auch nicht. Ich mache ein Foto von ihm. Ja. Bup. Und von seinem Leibwächter. Und von dem armen Typen, der die ganze Zeit den Schirm hält und auch nicht so glücklich aussieht. Und dem Schirm noch mit... Na, obwohl... Ah, okay, der passt schon. Okay, cool. Aber ihr Lieben, wie ich es gerade schon angedeutet habe, es ist mal wieder soweit. Wir sind schon
Es ist krass, wie die Zeit vergeht. Wir sind schon über eine Stunde drin. Ja, einen Fall habe ich gelöst. Es folgen mehrere weitere. Ich weiß nicht, ob das hier ein Let's Play werden wird. Es scheint mir doch sehr komplex zu sein. Ich bin mir bei sowas immer unschlüssig, ob das so ein gutes Let's Play-Material ist letzten Endes. Aber naja, wenn ihr das möchtet, lasst es mich wissen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen im nächsten Adventskalender-Türchen. Yeah. Tschüss.